Okay. Was haben wir denn noch? So, Terroristencode, dem Kontrollpunkt. Jetzt kommt der Nils jetzt angelaufen. Alles in Ordnung. Jetzt am Grüne. Ja. Aber draußen, glaube ich, oder? Ihr, nee, der kommt hier hoch. Warte, nicht jetzt in den Ausgang gehen, sonst sieht er dich. Ne. Aber links muss auch noch irgendwo einer sein. Jetzt bleibt der da stehen, der Idiot. Neun, fünf, sieben, sechs. Jetzt kommt noch einer hoch. Okay. Wird er die Leiche wahrscheinlich finden? Geht man stark von aus. Warte mal, was war das? Nothing Aber da here, ist that's nichts. for sure. Ja, genau. So viel ist sicher, hier Er ist ist nichts. zurückgelaufen, bevor man die Leiche gesehen hat. Geiler Typ. Oh, eine befindet sich in der Gasse neben dem Kontrollpunkt auf dem Bahnhof. Das kann die nicht sein. Vor dem Q2703. 1, 2, 3, 4. Nee, der erste doch Morgen. nicht. Komisch. 1, 2, 3, 4 ist unten. 2507. Nee. Und der Ernst, Ah, warte 95 mal. noch was? 2507. Ist das Warte, auch nicht? warte Nee, mal. ich glaube nicht. Nee, Quatsch. 2703. Warte. Der steht schon vorher da irgendwie. Ah ja, der ist halt da. Auch sehr lustig, dass der vorher schon da stand, der Code. Und nu? Das ist hier offen und da ist nichts drin, oder wie? Also ich habe 250 Silver Coins gekriegt, einen Ability Point und... Es kann sein, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Ah ja, ich habe 1043 Silbermünzen. Dann habe ich da anscheinend irgendwas freigeschaltet. Ein paar Oh, Alter, Münzen aber auch mitgenommen, bin jetzt für so. ein Level eigentlich? Ich würde jetzt gerne mal meine Waffe aufrüsten hier. Warte mal, Sturmgewehr. Mündung. Dann nehmen wir den erstmal rein. Erst bei Level 10 kosten. Was ist denn hier los Oh, jetzt? du wirst beschossen, Robert, geh mal weg da. Hab ich dich getroffen? Hast du diese Drohne hier draußen? Alles gut. Nee, hier ist gar nichts gut, komm mal runter. Ich komme. Wir brauchen unbedingt den. Ich suche den Kommandanten. Wow. Alles gut. Jetzt stürmen sie das Haus. Naja, sollen sie mal machen. Bist du eine dumme Sau? Oh, hinter uns, oder? Nee, doch nicht. Alles gut. Oh, wer kommt denn da angeflogen? Irgendjemand schießt hier. Denk dran an den Pad. Über uns gibt es die Drohne. Ach so, ach da oben ist die Scheiße. So, jetzt erstmal den Kommandanten, dann können wir da oben nochmal gucken gehen. Oh, was ist das denn? Was ist das? Der Scheiße. Oh, weg, das ist beschissen Aua, von oben, Alter. Der ist da oben drin. Ich hab erstmal Granaten geworfen. Hab ich auch gemacht. Gut. Lad doch nach, Hure. Mensch. Level 12. Haben wir doch gleich. Jawohl. Plus 1020 Erfahrungspunkte. Boah, der explodiert aber gut. Da musst du auch nochmal aus dem Weg gehen. Zu wissen. Was ist denn der scheiß Schön. Commander-Vogel?
Wer schießt denn hier? Da oben. Junge! Ach, da oben. Mann, da versteckt sich immer die feige Ratte. Gibt's hier irgendwo noch Ammo rum? Armor. Ammo natürlich auch. Hier ist eine Kiste, aber da ist kein Notepad dran. Alter, was ist denn hier wieder? Warum bin ich... Oh, was? Irgendwas geschießt? Oh, nö. Ja, da drüben bist du. Du bist in die Gasse links rein. Ich bin rechts in die Gasse reingerannt. Halte durch. Alles gut. Frag mich nur, wo die herkommen. Hergekommen sind. Ja, die kommen aus den Häusern. Achso, okay. Nee. Irgendwo muss hier diese scheiß Kommandantennote sein. Was? Schon wieder? Was ist er denn für ein Killer? Warte, warte. Bei meiner Leiche. Er ist jetzt in dem Gang da drinnen. Ah, ich sehe ihn. Kommt genau auf ihn zu. Ja, ja, mal mit der Ruhe. Bin du angestellt? Mir erstmal wieder ein paar Sachen. So, jetzt ist das hier auf jeden Fall offen. Also den 2703er-Code haben wir jetzt benutzt, ja. Okay. Ja, genau. Boah, ist das warm, ey. Wirklich, wird er wieder übelst fahren. Scheiße, hier ist natürlich auch. Ah, hier oben ist natürlich ein Geschütz gewesen. Okay, alles klar. Unbekannte Munition. Ja. Mal die Floppy des Lack hier nehmen. Warte mal, irgendjemand brüllt hier noch rum. Wo ist die Sau? Rechte Gasse. Irgendwo. Nur mal kurz hier oben raus. Gucken, irgendwas vergessen haben. Boah. Voll das krasse Teil hier. Schade, dass wir das vorher nicht schon entdeckt haben. Oh, da hinten. Ja, komm her hier. Opfer. Boah. Krass. Ist der gut? Oh, voll niedergebrutzelt, den Typen. Krass. Okay, also ich glaube, hier oben ist die Bahnstrecke. Okay. Ach, du bist du! Oh Mann! Voll erschrocken. Dachte ich mir, ja. After the Riverside Train Station, den haben wir. Ich muss mal. In ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Armor. In front of the Übertechnik Store. Megatöne, das wird es wohl nicht sein. Ein Store der Übertechnik. Töne? Hier ist der Musikladen, da stand doch irgendwas von einem Musikladen, ne? Echt? Bei irgendeinem Code, ja, warte mal. Wo war das? So, da. Über den Übertechnikladen. Ja, genau, das meinte ich ja gerade. Ist hier auf jeden Fall nicht. Hier ist Übertechnik. Rooftop. Hier ist der Übertechnikladen. Und über dem drüber. Aber was steht denn da bei dir? Also bei mir steht, it's located on a rooftop in front of the Übertechnik Store. Also auf dem Dach. Ja, vor eine weitere befindet sich. Die letzte Kiste steht auf einem Hausdach vor dem Übertechnikladen, ja. Kann nicht nur hier sein. Mal gucken, wie wir hier hochkommen. Ist nur hier, wo der, weil hier war vorhin nämlich auch ein Typ drauf auf dem Haus. Ja, das stimmt. Ah, also ich bin schon mal auf dem Dach. Hier ist auch ein Fenster.
Ah ja. Kommt man hier noch weiter hoch? Kann er eigentlich. Aber hier jetzt nicht hoch. Ne, weiter hoch kommt schön, man hier nicht. Ich hab keinen Schaden gekriegt. Vielleicht jetzt hier noch. Vor dem Übertechnik landen. Komisch, vielleicht müssen wir da irgendwo anders ran. Auf jeden Fall ist hier ein Gegner. Lass uns mal quasi die rechte Gasse nehmen. Mensch, hier jetzt nochmal hoch. Oh, das ist hier? Hier ist es. Hier ist, oh. Hier ist der. Das müsste der 1, 2, 3, 4 tot sein. Genau, 1, 2, 3, 4 war das. Hier liegt noch eine Sonnenbrille. Wo? Hast du schon aufgemacht? Ja, also ich hab's schon aufgemacht. Achso, jeder muss die für sich aufmachen. Ja, jeder, alles klar. Muss die für sich aufmachen. Kann es sein, dass wir den ersten verpasst haben? Wenn das, das kann sein, ja. Ja, das war ja gleich an dem Bahnhof, ja, wo die meinten, an Bahnstation. Flussbahnstation war das doch, oder? Next to the control checkpoint gate. Ach, ich weiß, wo das war, wo du meintest vorhin, da kommen wir nicht durch, weil wir diese Crush-Ding noch nicht haben. Das wird es sein. Aber da war kein Eingabefeld. Nee, aber nee, da brauchen wir auch nicht. Die rote Kiste ist ja ausschlaggebend. Ich glaube, da ist es. Ich komme gleich wieder. Ich will mal kurz gucken. Und das hatte ich meine, dann sollte das eigentlich hier gleich sein. Kommt man bestimmt nachher nochmal irgendwie hin. Achso, da kommen wir jetzt nicht mehr zurück. Ja, nee, aber dann wird das gewesen sein. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Naja, ist ja nicht schlimm. Nee. Wenn die nur so töten können. So. Ah, jetzt sind ja nur extra Coins. Rings 5 habe ich jetzt schon. Könnte ich eigentlich mal wieder meine Waffen upgraden. Geht's hier weiter? Wo muss man denn. Ne, links müssen wir weiter. Hier ist vorbei, ja. Ich hab schon gesehen. Blöde ist, da steht nämlich ein Typ. Der guckt genau zu uns. Achso, ne, von hier könnte das was werden. Warte mal. Das ist erstmal Muni. Guckt jetzt zu uns. Ich glaube nicht, der hier vorne ist. Bist du hier auf dem Dach? Ach, hier bist du. Da ist der Kommandant. Kommandant genau davor. Kommandant ist sehr gut. Wie markiert man denn jetzt eigentlich? Mit LB immer noch. Da drüben ein Ziel markiert. Ich bin blau, du bist. Ich bin gelb, du bist blau. Achtung, er sieht dich. Nee, alles gut. Siehst du, den können wir zum Beispiel jetzt hier nicht takedown. Ja, weil das so ein Special-Typ ist, war. Ja. Haben wir schon genug Punkte? Nee. Um das zu machen? Ja, stimmt, hättest du war. Ich hätte 4. So gucken. Und da macht es, das war. Ne. Achso, ne, das war das hier. Achtung, da kommt der ermöglicht. Jetzt. Ja. Wow. Stellt er sich denn hier drauf? Ja, würde ich jetzt gerne machen. Ja, warte mal. Charakter. Dann kannst du den töten. Unter Kraft und dann Maschinensoldatenjäger, war. Achso, bei dir heißt das ja anders. Naja, das ist halt möglich heimliches so. Überwältigen von Maschinensoldaten steht da. Würde doch mal sein, oder? Denken wir schon. Bei Kraft ist das bei mir und der vorletzte, also der dritte von oben in der linken Spalte. Ja, genau.
Ja. Macht das Mit mal. einem Schädel halt, mit so Genau. einem Helm drauf, ja. Genau. Genau. Bei den Okay. Spike auf 5 und der mache ich mal dieses Crush-Ding, damit wir so eine Dinger einreißen können. Dann probiere ich Wo mal guckt denn der das. hin? Ach da. Er zeigt dir das dann an, wenn du den Takedown kannst. Ja, dann zeigt er dir die Taste an. Ich kann leider nicht kommen, nicht genau hinter ihn. Das Problem ist, von hier geht's nicht anscheinend, da bin ich nicht genug hinter ihm. Vielleicht von oben, wenn ich hier raufgehe. Ne. Kann man den irgendwie ablenken? Einen Stein werfen oder sowas? Oder ich lasse mich hier runterfallen, genau hinter ihm. Kann aber sein, dass er mich dann direkt. Ich halte die Aber Waffe einfach egal. bereit, okay? Jetzt stehe ich quasi auf ihm drauf. Ich komm hier nicht runter. Und er merkt gar nichts. Warte mal, warte mal, wenn ich Stehe mal schieße, auf vielleicht seinem wird er Kopf davon drauf. abgelenkt. Nee. Nee, auch das interessiert ihn nicht. Okay, gut. Interessiert ihn null. Ach, jetzt. Nein, jetzt kann ich nicht schnell. Na doch. Ja, ist tot. Konntest du einen Takedown? Nee, konnte ich nicht, weil ich bin hier nicht runtergekommen. Konnte nur von oben auf seinen Kopf Aber warum war einschlagen, der? aber na gut. So, aber weil der Das. jetzt so schnell tot war. Ich habe dreimal auf seinen Kopf eingeschlagen, das war anscheinend sehr effektiv, ja. Gut. Na ja, cool. Dann macht er nichts. Dann müssen wir das beim nächsten Mal ausprobieren mit. Dann beim nächsten, ja, auf jeden Fall. Die Waffen können wir Ja, der uns nicht nehmen, die stand hier drin liegen, echt oder? un. Nee. Obwohl die auch weiß umrandet ist, aber das ist nur Munition. Sturmgewehr, ja. Scheiß Kommandantenvögel immer. Die sind Müssen wir echt wieder nervig. zurück? Ach so. Ja, nee, sonst da würdest, da vorne würdest du dann dahin kommen, wo Kommen wir wir wieder herkamen. zurück. Müssen wir jetzt hier lang. Silbermünzen. Hier ist noch eine Kiste mit dem Leben. Ach Verfolgt. so, haben wir schon maximal. Munition ist hier auf jeden Fall reichlich. Sieht ganz gut aus. Okay. Mit Dieselkraftwerk öffnen. Gibt es eine Kraft, die so heißt? Nee, Dieselkraftwerk? Dieselkraftwerk ist bestimmt irgendein. Ist bestimmt irgendein. Mal Power. Roller Crush. Es gibt den Rambock. Erdbeben. Fähigkeit nicht verfügbar. Die letzte unten. Wir werden schon früh noch rausfinden, was das ist. Man kann ja hier auch andere Okay. Pep-Signale nehmen. Guck mal, man kann zum Beispiel sich für 3000 Watt kaufen, damit könntest du mich aus der Entfernung wiederbeleben. Ja, nicht so schlecht. Die Geste meinst du? Was gibt's denn da noch so? Daumen hoch. Gewährt dir und deiner Schwester Gesundheit. Also was ich jetzt Also habe, da ist haben natürlich wir nicht so ja. doll, war. Plus 25. Na, ich habe die Pommesgabel mit. Ich habe Rüstung. Zweite Achso, von naja, das ist oben. ja gar nicht so schlecht. Dann sollte man halt gucken, dass du Rüstung Das hast ist sich und ich ergänzt. Gesundheit oder umgekehrt. Du und Ja, deine guck mal. Schwester sind 5 Sekunden lang unverwundbar. Ist ja auch nicht schlecht. Ich habe hier auch noch Cyborg 1980. War in der Edition da mit drin. Da gibt es Unity of Sister Full Armor. Und nicht Ja, kann verkehrt. ich auch machen. Achso, dann hast du die Extras auch, ne? Das ist ja perfekt. Na, Ah, 4000 dann kostet switch doch da. einfach mal. Achso, ne, bei mir ist Cyborg schon freigeschaltet. Ach so, ne, bei mir nicht, kostet 4000 bei mir. Hast du schon unter Thumbs Up Richtig heißt. übel. Nee, Thumbs Up hast du, könntest du das auswählen? Oder müsstest du das Das habe ich kaufen? drin, aktuell. Pommesgabel. Gewährt dir und deiner Schwester Rüstung, ja, 25.
Nee, nee, nicht zusätzliche Pommesgabel, Rüstung. Thumbs up. Also Daumen hoch. Ach so, das ist da drüber. Müsste ich kaufen, ja, kostet 1000 Münzen. Okay. Gut, dann lasse ich es erstmal nochmal drinnen. Weil wenn ich dieses Cyborg habe, Full Armor, ist eigentlich auch nicht verkehrt. Ich habe es ja kostenlos. Falls du mal 1000 Münzen übrig hast, die du mal verwenden willst, dann kannst du ja das mal nehmen. Ja, würde ich mal gucken. Im Moment Dann würde ich erstmal den Fokus auf die Waffen legen hier. ja, wollen wir mal schnell gucken Das nach Waffen? da. Nach Aufrüsten meinst du, oder was? Ja, genau. Warte mal. Sidestep Mit dem nach links finde ich Sturmgewehr. eigentlich auch nicht so schlecht. Ich bin bald Level 10, dann könnte man eigentlich das nächste hier schon machen. Das könnte ich noch machen. Verbessert sich nochmal die Feuerrate. Guck mal zum Beispiel hier, wenn du jetzt mit Charakter aufpimpst, die nächste Stufe, dann wird die Heilung auf 150 erhöht, die Lebensenergie. Der kostet nur ihn. Da warte ich mal noch, bis ich Level 10 bin. Dann kriege ich mir jetzt erstmal nur Waffen an. Sturmgewehr. Was haben wir denn hier noch? Ich gucke jetzt auch erstmal bei Waffen. Achso, genau, das hatte ich ja Stufe. schon. Hier war ich auch schon gut auf. Das hatte ich auch schon ausgewählt. Ich glaube, das Ne, ist. Sturmgewehr habe ich soweit jetzt schon komplett eigentlich Ja, ich sogar. glaube, das habe ich glaube ich auch Überall. schon gemacht. Ah, überall was draufgepackt jetzt 11, schon. 11. So. Feuerrate auf 516. Die Frage ist halt auch noch, ob ich noch lange mit dem Sturmgewehr spiele, aber ob sich das jetzt gelohnt hat, aber weiß man ja nicht. Aber meistens sind die Spiele ja eh so konzipiert, dass man dann wieder genug Münzen hat, um die nächsten Waffen freizuschalten da. Von daher. Receiver. Ich werde auf jeden Fall auch mal die Pistole, werde ich mal erhöhen. Feuerrate ist bei der Pistole. Dann ist die Feuerrate der Pistole auf 956 erhöhen. Alles klar. Auch nicht schlecht, aber dann brauchst du sie ja eigentlich nicht mehr. Weil wenn du dann die Feuerrate brauchst, kannst du ja auch gleich das Sturmgewehr nehmen. Ein Schummi hat 555 gerade bei mir. Ja, aber bei der Pistole musst du ja immer hintereinander draufdrücken, oder? Das ist ja voll nervig, dann musst du ja immer Nee, ganz kannst du, schnell ist ein, auf nee, nee, R1 nein, drücken. das ist ja, nein, das ist doch der Feuermodus. Der wäre nicht so schnell, Ach wenn so. das nur, wenn das Einzelschuss wäre. Verstehe. Gut. Also ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen die Pistole hochpushen. Da habe ich jetzt ein paar Sachen Ich gemacht. hab noch 600 Münzen, die spare ich mir erstmal noch. Bringt das eigentlich. Gucken. Aha. Ein KPS ohne 600 Münzen. Cool. Meine Güte, wie viel kann man denn hier noch machen? Ja, mal abwarten, was es noch für Waffen gibt. Es gibt ja auch Sachen, Waffen, die du. Kannst du den Hier Perk lag ja noch was freischalten? übrigens. Was denn du? Hier bei der Bank. Was zum Lesen. Ah ja, gut. Ein Readable. Also ich warte noch ein bisschen Level 10, bis ich meinen Charakter hochpushe. Ich habe auf jeden Fall jetzt eine relativ starke Pistole. Also wenn wir da mal irgendwie brauchen, leise auszuschalten, dann. Warum bin ich eigentlich immer derjenige, der mich umhält? Alter, was ist Achso, denn? der Wie steht kommst ja du hier. rein? Oh, Wirst. landete. Warte. Oh. Ja, ich hab auch eine rein noch. Der Typ hat die. Der braucht die schmalen Kugeln da, der Vollidiot. Okay, alles klar. Ah, die Oh ja, da schmalen merkst du einen Kugeln sind krassen eine gute Idee. Unterschied. Wenn du den. Ja, sagen wir einfach die schmalen oder breit, würde ich sagen. Also Schmale anscheinend Kugeln, gibt es nee, auch nur das. die beiden. Ja, das stimmt bis jetzt schon. Als. Bam, bam, bam. Okay. Genau. Hier Schön. einschlagen, ja. Machen wir ein bisschen hier dabei machen. Oh, kaputt hier die Scheiße da. Gut alles. Jetzt hat er das Ding da wieder reingeworfen.